Ein Sommerabend 2009 in Jena und am Jenzig. Wir trafen uns zur Wahlkampf-Auftaktveranstaltung. Ralf kannte ich nicht, wie die meisten von uns. Es war ein gelungener Abend bei Bratwurst, Bier und ein paar Schnäpschen. Ich dachte am Ende des Abends, Mensch, der Lenker ist ein guter Typ. Ich war froh, in dem Team zu sein. Es folgte ein harter, aber fairer Wahlkampf in Jena mit dem Abschluss am 21.09. am V-Loch. Blumentritt war auf der Wagnergasse zugegen, also wir waren politisch uns sehr nahe und kämpften wirklich bis zum letzten Tropfen sozusagen. Am 22.09., spät am Abend, kristallisierte sich heraus, dass Ralf das kippte, dass Ralf das Direktmandat holt und der Jens Petermann auch. Ein Riesenerfolg. Unser Top-Ziel von der Grillparty, den Listenplatz 1, durch ein Direktmandat zu verrollen, zu bestätigen, war erreicht. Wahnsinn! Ralfs Werdegang in Berlin und im Heimatwahlkreis sind bekannt. Auch in Thüringen ging es bergauf. Knut sagte schon, 3 Landrätinnen, eine Oberbürgermeisterin in Eisenach, aber auch im Bundeswahlkreis 194 in der Kommunalwahl mit Claudia Nissen in Kahler eine Bürgermeisterin. Auch ein neuer Riesenerfolg, den den Schmerz von Knut Schulzmann vielleicht ein wenig vergessen machen konnte. Claudia Nissen macht eine hervorragende Arbeit im Kahler Rathaus, trotz massiver Widerstände. Dr. Mario Vogt, Fiedler, Klammer auf, Weiler, Klammer zu. Weiler, der unter einer Kommunistin im Rathaus nicht arbeiten wollte und den Claudia elegant beseitigt hat und durch die juristische zweite Ausbildung das Hauptamt gleich mitgenommen hat und ihn massiv geschädigt hat. Tritt nun gegen Ralf an. Also wir müssen uns doch auf unfaire Wahlkämpfe einstellen. Das haben wir schon erlebt, gestern Abend zum Beispiel schon. Ja, jede Stimme zählt. Wie knapp es im Wahlkampf zugehen kann, haben wir in Niedersachsen erlebt. Wir waren mit mehreren Teams ja in Niedersachsen zugegen. Und in der Endkonsequenz war das Positive für uns, über unsere 3,2 möchte ich heute Abend nicht reden, dass McAllister abgesägt wurde. Das heißt, dieses magische Dreieck, Newcomer Dreieck, Mappus, abgewählt in Baden-Württemberg, McAllister in Hannover und Mike Moring in Erfurt ist stark beschädigt. Für mich freut es persönlich, dass der Mike Moring massiv beschädigt ist, denn diese tendenzielle Errungenschaft, dass er der Kronprinz ist, wird ja im Prinzip bestätigt und wir waren ja damals auch dabei, die vier gegen die Menschen, wir wissen ja alle, wer der Clan ist. Also jede Stimme zählt, 300 in Niedersachsen fehlten 334 Stimmen oder waren 334 Stimmen entscheidend. Und zwar war das der Wahlkreis Hildesheim. Dort hat die SPD mit 334 Stimmen mehr das Direktmandat von der CDU geholt, was entscheidend war in Hannover. Also 334 bei 8 Millionen Bevölkerung, 6,2 Millionen Wahlberechtigte. Auch Wahnsinn. Liebe Genossinnen und Genossen, der Wahlkampf beginnt. Wir wünschen uns alle eine hohe Wahlbeteiligung und einen fairen politischen Wettstreit. Danke.